So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Blood Omen, Legacy of Kain. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wie ich die einfach durch das Ding hier platt machen kann. Sehr freundlich. Ich habe keinen Mana mehr, ne? Ja. Bringt das wohl nichts. Uiuiui, ich hau einfach ab. Leck mich! Ja, scheiße. Dann packe ich wohl mal wieder meinen Schutzzauber aus, würde ich sagen. Wobei, ich kann ja auch nicht schutzzaubern gerade. Lustig, lustig, ich lach mich kaputt. Ja, ist okay. Naja, ich kann ja ein Item schlucken, ne? Kann ich einfach mal wieder machen. Hab ja zwei. Ich will echt schnell sterben, so. Die eigentlich auch, es geht, aber jeder Treffer in dem Spiel ist halt unnötig, sage ich mal, ne? Ich hau einfach ab. So ganz generell. Lalalala. Oh oh. Ja, okay, das ist ein bisschen zu viel hier. Dann würde ich... Nee, warte mal, eigentlich... Ich glaube, der Schutzzauber ist schon klüger, weil der nicht so viel zieht und dann kann ich halt platt machen. Ach so, jetzt ist es wieder leer. Ja, ja, jetzt ist es natürlich wieder leer. Habt ihr gesehen, wie gerade einfach mein Zauber leer wurde? Einfach so. Ohne Grund. Er wurde gerade einfach leer. So. Das Spiel dachte sich so, nö, jetzt einfach mal nicht mehr. Ganz ehrlich, das Ding nehme ich da nicht mit, das brauche ich eh nicht. Ey, das Spiel ist so dumm, ne? Dieses Mana-System funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas nicht peile oder ob das wirklich so hardcore verbuggt ist. Aber ich würde einfach behaupten, es ist hardcore verbuggt. Ich krieg ständig Mana abgezogen, obwohl ich nichts tue. Es ist so stupide. Okay, jetzt werde ich jetzt... Ich bin tot, glaube ich. Okay. Manchmal ist sich cornern lassen doch nicht die schlechteste Option. Weil die mir zu blöd sind, einen anzugreifen, so richtig. Ach komm. Ja, danke. Kriege ich die denn auch? Ja, okay. Kriege ich auch dadurch platt. Ich mag die Loren, die helfen voll. Mann. Danke. Ich verstehe aber dieses System manchmal nicht. Oder zieht das Schwert auch Mana ab? Bin ich das richtig? Nö. Warum habe ich immer noch keinen Mana? So, warum wird es nicht regeneriert gerade? Ich habe gerade Mana abgezogen, als sie getroffen wurde. Hä? Warum denn? Ich verliere doch schon Leben. Warum dann auch noch? Ist es so dumm, ne? Mir hat das Spiel richtig wütend einfach. Zum Glück ist bald durch, ey. So lange dürfte es nämlich nicht mehr gehen. Scheiße. Okay. Der verreckt am Brennstand. Ewig lange Höhle. Aber hier scheint es zu sein. Oder so. Wenn das Symbol erscheint. Das Blut vom Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Wieder aufgefüllt werden. Es ist nett. Im Gegensatz zur Verkleidung kann ich durch diesen Zauber vorübergehend die Form eines Sterblichen annehmen und mich so unerkannt unter den Menschen bewegen. Mhm. Durch diesen Spruch erhält man den Anschein eines Adligen. Einige vertrauen sich eher einem Angehörigen höheren Standes an. Okay, weil ich nicht ganz verstehe, ist das jetzt einfach... Ja. Ist jetzt einfach verbessert, der Zauber, so in etwa? Wahrscheinlich, ne? Okay. Deswegen war es auch kein neues Item. Okay, ist doch cool. Dann hau ich ab. Geht's hier raus? Nö.
Lalala, wahrscheinlich könnte ich das bei denen schon direkt benutzen gerade. Wahrscheinlich sind die deswegen hier die Gegner, aber ich denke mir gerade so. Ach nö. Warum denn? Ah, man sieht den Speicherpunkt durch die Wand schon. Schön. Lalalala. Schalalalala. Speichern! Ganz schnell bitte. Jo. Okay, dann können wir jetzt ja weiter nach Willendorf. Gennendorf. Nee. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gut, dass ich zuerst hier lang gegangen bin. Dann wird es wahrscheinlich unten da durch diesen Wald einfach jetzt weiter zur Stadt gehen. Mal gucken, wie schnell wir da hinkommen. Ob wir das in der Folge noch sehen oder ob das jetzt wieder so ein elendig langer Weg ist. Mir wäre es egal. Ich habe heute schon was geschafft. Das ist schon ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Das ist okay. Damit kann ich leben. So. Lalala. Ups. Das mächtige Ach so, ich bin jetzt woanders. Der Erde aufgeschlitzt und wertvolle Metalle und alte Geheimnisse. Ja, ich hatte das schon gesagt, aber eines dieser alten Geheimnisse besagte, dass in einem Grab ein Vorfahre von König Ottmar begraben sei. In diesem Grab würde ich eine Blutquelle finden, mit deren Hilfe ich einen äußerst mächtigen Verkleidungszauber als Adliger sprechen könnte. Damit wäre mir der Zugang in die Stadt des mächtigen Löwen sicher. Okay, eigentlich haben wir das schon gehört, aber was soll's. Okay, warte mal, dann gönne ich mir den mal, würde ich sagen. Okay, es ist wirklich nur ein Zauber und die interessiert es nicht. Ganz freundlich eigentlich. Das sieht bestimmt Mana die ganze Zeit. Mal gucken, wie lange das was bringt. Gehen wir mal rein und gönnen uns Blut. Ja, eigentlich scheiße, dass ich es gemacht habe. Weil das können wir auch einfach uns sparen für später. Aber gut, egal. Mhm. Okay, bleibt mal da bitte. Jetzt muss ich erstmal wieder hier den Überblick mir verschaffen. Ich kann auf die Map gucken. Wie sieht denn das hier überhaupt aus? So, weil von da kam ich ja gerade raus. Ah, das war auch das, was wir von der anderen Seite gesehen hatten. Ah, I understand. Das war jetzt da unten in der Höhle, weil da oben war ja... Ach nee, da war Stärke, ne? Da war das Stärke-Upgrade und da kam ich dann durch und da kam ich raus. Okay, ich verstehe. So, ja, dann können wir jetzt ja eigentlich gar nicht, haben wir gar nicht so viele Optionen, sage ich mal. Ah, hier, dich hat auch noch lang gekonnt, ne? Aber irgendwie scheint hier auch nichts zu sein. Sieht ganz schön leer aus. Na gut. Dann wird das schon richtig sein. Da in das Haus kann ich auf jeden Fall nochmal rein. Das tue ich auch. Und einfach nach links weiter, wa? Jo. Moin. Bin guter. Ja, ich töte die mal nicht, ne? Weil... Können wir später noch was von denen gönnen. Gib mir mal lieber Herzen, das wäre viel cooler. Ich habe zwar wieder ein paar, ich glaube 7, aber trotzdem. Einfach so aus Prinzip. Krieg wieder Damage im Regen. Es ist belastend. Ihr kriegt wahrscheinlich wieder, tut es wahrscheinlich wieder weh oder ich kann einfach nicht weiter, okay. Wald tut ja auch weh. Dorniger Boden. Na komm, einfach weiter. Das sieht gar nicht so viel Mana, der Zauber. Es ist okay. So, gucken wir mal wieder auf die Map. Da kann ich rein. Oh Gott, hier wird's schon. Hier wird's schon größer. Okay, da komme ich wieder raus. Aha. Echt sehr interessant. Na gut. Hilft auf jeden Fall, sich öfter mal die Map anzugucken. Und damit man ein bisschen den Überblick behält. Oh. Ein Schmied. Vielleicht ist hier mal was Tolles. Aber bei den Schmieden ist sowieso nie was. Weil Schwerter kriege ich eh immer woanders. Ah ne, ist ein Schlachter. Okay. Meinetwegen auch. Ich könnte jetzt aussaugen, aber... Ach. Bringt ja nichts. Hebe ich mir dann lieber wieder für später auf. Dann weiß ich, irgendwann, wenn es mir schlecht geht, in Willendorf kann ich noch ein paar Leute töten. So, was ist das hier? Mad Cow Meets. Mad Cow Productions.
Die haben The Darkness gemacht, beziehungsweise eigentlich, ich glaube, das ist die Produkt- oder die Firma, die, glaube ich, die Darkness Comics vertreibt oder gemacht hat. Und das Spiel war dann auch irgendwie auch mit den Credits. Grumbles Anvil. Was auch mal Anvil heißt. Wahrscheinlich Schmied. Nein, er ist ja Smith. Ach, keine Ahnung. Irgendwie auch sowas. Alle das Gleiche. Ich nehme mal was hier. Ich habe nur leere Häuser, in denen nichts ist. Was soll das denn? Was bringt mir das? Ist eh nur Sackgasse. Ja, dann einfach nach links weiter. Da komme ich hier noch rein. Nope. Okay, ich glaube. Ups, das wollte ich nicht. Was sage ich? Ich würde eigentlich. Kann ich den Zauber mal ablegen? Toll. Noch mehr Mana verbraucht. Woohoo. Das war mein Plan. Oh. Ha. Okay. Was ist das denn? Einfach nur so eine Mauer mit nichts drin. Gut, bin ich schon, ne? Ich wette, da ist irgendwas Secret-mäßiges. Eigentlich ist die Map echt sinnvoll, dass ich die nie benutze. Guter Überblick, plus aber auch, ja, mögliche Secrets, die man dadurch schon mal gut finden kann. Ich geh mal rein, ne? So. Ja, von hier drin ist wahrscheinlich jetzt ganz viel, ne? Einfach nur auf der Map sah es scheiße aus. Ja, guck mal. So sieht's eigentlich hier drin aus. Aha. Das richtige Villendorf. Okay, jetzt habe ich leider ein Problem. Ich glaube, ich werde gerade angegriffen. Was sind das für Dinger auf den Mauern? Kanonen? Ach, keine Ahnung. Ja, ich weiß natürlich nicht so genau, wo ich hin möchte. Eigentlich. Moin. Geh mal weg. Oh Gott, Anti-Gift. Das heißt, ich werde gleich wieder hier vergiftet. Danke. Nö, doch nicht, danke. Ja, ich kann jetzt leider. Den kann ich leider echt nicht mehr lange bewirken, den Zauber. Schon ein bisschen scheiße. Sag ich mal ganz ehrlich, ne? Aber was willst du machen? Okay, das Haus sieht wichtig aus. Gehen wir mal rein. Die große Bibliothek von Willendorf. Voller öder Bücher von Geschichtsschreibern, die von Dingen handeln, die wohl kaum jemanden außer die Schriftsteller selbst interessieren. Bücher, Bildung, wer braucht schon sowas? Überblick ist toll. Okay, ich hätte nach rechts auch. Da wäre eher die Sackgasse gewesen. Okay. Nur hier eigentlich auch, ne? Befolgt dieser Raum, dieses Haus. Hat das irgendeinen Sinn? Oder ist es einfach nur so zur, weiß ich nicht, Immersion? Okay. Das Buch handelt von der Entstehung des Kreises. Der Kreis diente den Säulen, die unserem Land lebensspendende Macht innehaben. In dem unwahrscheinlichen Fall des Ablebens eines der Mitglieder ist der Kreis vorübergehend unterbrochen, bis die Säulen einen würdigen Nachfolger finden. Mhm. Ich habe noch ein interessantes Buch gefunden, das tief unter den anderen Bänden vergraben war. Es berichtet von einem kleinen Kult, der einst in Nosgoth existierte. Wo immer die Anhänger hingingen, entstanden Gerüchte von Besessenheit. Nur wenig ist über den Gott bekannt, den sie verehrten. Ja, toll, was ist denn das hier? War alles voll unnötig hier. Na gut, ein bisschen Lore erfahren, ja. Ist ja auch ganz nett, sag ich mal. Ansonsten war es nicht so der spannende Laden hier. Ich hab bald kein Mana mehr. Dann werde ich von allen Seiten bombardiert. Gar keinen Bock drauf. Ah, das wird schmerzhaft. Naja, gut.
Gehen wir mal weiter in unserer Runde hier. Das ist wahrscheinlich alles die Bibliothek irgendwie mehr oder weniger gewesen. Okay, ist wieder ein Schlachter. Happy Cleaver, ja. So sieht's ja auch aus. Oh. Ah, wieder ein paar Leute, die hier auch mal Leute nebenbei foltern. Ja, das sind die Schmiede, die ich mag. Gönne ich mir mal einmal zumindest, weil ein bisschen Blut habe ich verloren. Ich könnte hier natürlich mal ein bisschen aufladen, ne? Warum lebt die noch? Ich kann die nochmal aussaugen. Das ist ja witzig. Achso, die ist verschwunden. Wahrscheinlich, ne? Achso. Na komm. Euch kann ich auch mal ein bisschen platt machen. Oh, warte mal, ich könnte... Nee, ich muss da raus, wieder reingehen und dann einfach blaues Blut schlecken. Warte mal. Geht das bei den Erhängten? Ich bin mir gerade gar nicht ganz... Erhängten, gekreuzigten. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Will ich mal testen gerade. Ein bisschen experimentieren muss hier ja auch mal sein. Theoretisch, ne? Ja, geht tatsächlich. Wie bringt das? Sehr wenig offensichtlich. Nein, den wollte ich nicht. Naja, nicht so viel. Aber hey, besser als gar nichts, ne? Ich könnte jetzt immer wieder raus, wieder reingehen, um die zu looten. Das ist eine Option. Eine Option, die ich nicht tun werde. Achso, warte mal, ich bin dumm. Obwohl, geht noch. Nein! Falsche Fähigkeit. Boah, zum Glück hat das nichts gezogen. Weiter geht's. Schalalalala. Wo geht's nächstes lang? Da kann ich rein. Und da wahrscheinlich auch. Hier links auch, okay. Direkte Verbindung zur Stadtmauer. Das sieht auch irgendwie wichtig aus hier. Mann, ich drücke auch immer die falschen Tasten, ey. Das sind ja Ritter. Ich dachte, das wäre nur so Rüstung. Ich drücke immer die falschen Tasten, ey. Wirklich schlimm. Naja. Dann töte ich die jetzt auch, ne? Ja, das war jetzt auch nicht geplant. Weil ich drücke auch permanent falsche Tasten, ey. Das Spiel hat aber auch eine etwas undankbare Steuerung. Sagen wir mal so. Weißt du, was ich cool fände? Ein Speierpunkt. Weil die Folge ist eigentlich bald vorbei. Aber ich glaube nicht, dass sie so schnell angekommen wird. Tatsächlich, jetzt bin ich auf der Stadtmauer. Cool. Okay. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Ob wir hier auch hin müssen. Ah, da waren das bestimmt alles Treppen, die ich hier begutachten kann, ne? Okay. Hallo. Ah. Das öffnet bestimmt das Tor darunter. Und das öffnet bestimmt das Tor darunter. Was auch immer. Irgendwas würde ich schon tun. Oh Gott. Okay, hier komme ich wieder runter. Und ich komme auch nur runter. Okay, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Dann ist das halt so, ne? Hallo. Was tue ich gerade? Verwirrt sein, glaube ich, hauptsächlich. Ja, ja, ist okay. Mir geht's zu gut, als dass mir das wehtun könnte. Nothing can hurt you. Only pain. Ich fühle mich hier auf jeden Fall auch gerade. Wie Conan der Baba. Naja, nicht ganz. Gott, da habe ich mich echt ein bisschen oft treffen lassen. Ah, passt schon.
Wo genau bin ich hier jetzt? Ich würde halt echt gerne speichern. Ich kann ja im Zweifel, also, naja, nee. Wir haben noch nicht mal einen Schnellreisepunkt hier entdeckt, ne? Falls das passiert, entweder Schnellreisepunkt oder Speicherpunkt, weil dann höre ich nämlich auf. So, ich denke mal, jetzt bin ich wieder in der Stadt. Wahrscheinlich jetzt bei dem Gebäude, was man da von der Mauer aus auch gesehen hat. Vielleicht. Nee, nicht ganz. Aber egal, dann sind wir halt hier. Ist auch okay. Wir nehmen einfach noch eine dritte Folge auf. Geht natürlich auch, ne? Geht natürlich auch. Ja, guck mal, jetzt ist das Tor tatsächlich offen. Ja, dann mache ich das einfach. Ich nehme jetzt noch eine dritte Folge auf. Passt schon. Nächsten Tage eh nicht so viel Zeit. Und sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann, ne? Wenn wir weiter Willendorf erforschen und vielleicht dann auch oben rausgehen. Mal gucken. Bis dahin. Tschö.